Das kommt ins Guinness Buch der Rekorde. Am heutigen Abend in der Pro7-Sendung Wer stiehlt mir die Show? Treten Jasna Fritzi Bauer, Sido, Bill Kaulitz und Joko Winterscheid gegen Wildcard-Gewinnerin Helena an. Die junge Frau gewann erstmalig das letzte Finale gegen Joko und darf die Show deswegen anstelle des Entertainers moderieren. Keine Aufgabe ist für die Teilnehmer unmöglich, jetzt stellte Sido sogar einen kuriosen, aber gültigen Weltrekord auf. Die Behauptung war, noch nie hat es jemand geschafft, 7 Donuts in 30 Sekunden übereinander zu stapeln. Rapper Sido nahm sich der Herausforderungen und durfte in 3 Versuchen sein Können im Stapeln demonstrieren. Das ist gar nicht so einfach, jammerte der Musiker zunächst. Er scheiterte, da er die Donuts gequetscht hatte. Danach schaffte der Bilder im Kopfsänger schon 6 Donuts zu türmen. Beim 3. Versuch schließlich gelang ihm das bisher Unmögliche, Sido stapelte 7 Donuts übereinander und kommt daher ins Guinness Buch der Rekorde. Auf Wikipedia ist bereits sein neuer Meilenstein unter seinen Auszeichnungen aufgelistet. Auch auf Twitter häufen sich die erstaunten Kommentare. Du weißt, dass ein Showformat absoluten Legendenstatus hat, wenn du zur Primetime Donuts stapeln kannst, ohne dass es komisch wirkt, schreibt ein Zuschauer. Ein anderer stellt fest, sowas ging bis dato nur bei Wetten, das. Oder vielleicht noch bei Schlag den Raab.